Okay, Leute, herzlich willkommen zu unserer Manifestation gegen steigende Mieten und Verdrängung. Von der Wrangelkiez-Initiative, auch gegen steigende Mieten und Verdrängung. Was sonst? Wir haben heute ein großes Programm. Es gibt jede Menge Redebeiträge von vielen Leuten aus dem Kiez, von unseren Freunden und anderen Kiez-Initiativen aus ganz Berlin. Es gibt auch jede Menge Infostände, wie ihr seht. Vorne gibt es Kinderschminken, dann gibt es jede Menge Infomaterial zum Mitnehmen, dann gibt es diese tollen Plakate. Das linke da mit der Visage von dem Henkel ist es, glaube ich, dem Innensenator. Unsere Mietenpolitik macht die Polizei. Das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, was wir heute hier machen. Hier draußen gibt es nur Info und ihr könnt da vorne auch irgendwie Miethaie abwerfen. Und wenn euch das zu wenig ist, könnt ihr auch den Kapitalismus abwerfen. Dafür gibt es dann einen Gutschein für Eis, natürlich nur für Kinder. Die Tage davor hat die Polizei so ein bisschen rumgestresst und sich ein bisschen aufgemackert. Deswegen dürfen wir draußen kein Essen und keine Getränke verkaufen. Aber wie das so ist hier im Kiez, ist zufällig hinter dem Zaun hier ein Gartenfest. Da gibt es zu trinken und zu essen, da könnt ihr gerne hingehen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder hier rauskommt. Okay. Ich bin auch in der Donau-Fulda-Kiezini, aber spreche eigentlich zu euch heute von der Fulda-Weichsel-Mieter-Ini, die eine kleine Namensgleichheit, aber wir sind ja auch nah beieinander. Also euer Nachbarkiez auf jeden Fall so oder so. Bei uns im Haus ist es ja so, wir sind, wehren uns seit 3 Jahren gegen unsere energetische Modernisierung, die wir aufgedrückt bekommen haben. Und es ist schwer, sich dagegen erfolgreich zu werden, aber ich finde, dass wir das ziemlich gut machen und auch Erfolge zu verzeichnen haben. Wir treffen uns seit 3 Jahren jeden Montag als Mieterinnen und Mieter und haben es geschafft, zumindest in vielen Punkten unseren Eigentümern einen deftigen Strich durch die Rechnung zu machen. Und wir haben gelernt zu kämpfen miteinander, wir haben gelernt uns zu organisieren und vor allem haben wir viele Freundinnen und Freunde gewonnen, im Haus und in der ganzen Stadt. Lasst uns weiter zusammenkämpfen und vor allem lasst uns gewinnen. Danke. Ihr seid das größte Übel der Welt. Ihr mordet Proleten für euer Geld. Diebe und Mörder im schwarzen Frack. Ausbeuter, Kapitalisten, Pack. Drum Arbeiterbrüder, vereinigt euch. Arbeiterschwestern, erhebet euch. Damit der Kapitalismus stürzt und diese Welt die unsere wird. Was ihr auch unseren Brüdern getan, von Chile bis nach Vietnam. Kapitalistentiger aus Papier, die letzte Schlacht gewinnen wir. Also ich habe mir das aufgeschrieben, weil ihr könnt euch vorstellen, wer gerne singt, der redet auch gerne und auch gerne ganz viel. Deswegen, damit es deutlich wird und relativ schnell geht, kommt das, was ich aufgeschrieben habe. Seit dem 26.05.2012, da sind wir von Cordi & Co. auf der Straße, um zu demonstrieren, dass wir uns nicht vertreiben lassen werden. Nach wie vor sind unsere Forderungen einfach und greifbar. Begrenzung der Kaltmiete auf 4 Euro. Konferenz zum sozialen Wohnungsbau, auf dem das Problem besprochen und Lösungen gesucht werden. Dauerhafte Lösung des sozialen Wohnungsbaus in Berlin, bei dem alle bleiben können. Obwohl die Forderung richtig ist und bleibt, wollten wir tatsächlich eine Lösung und wollen das noch immer finden. Da sieht man zum ersten Mal, Cotti und Co. ist kein linkes Projekt, sondern es sind die von der Verdrängung bedrohten Mieter selber, die sich zusammentun und sich wehren. Solidarität und Hoffnung sind unsere Triebfedern und nicht ein politischer Anspruch. Heute ist das, was wir früher Klassenkampf genannt hatten, genau das, was bei Cotti und Co. passiert. Das Problem ist nämlich jetzt da und es muss jetzt gelöst werden. Meine Hartz-IV-Nachbarn müssen heute mit ihrer Zwangsräumung rechnen und heute hat die GSW Profite wie noch nie gemacht. Das führt zu Kritik, weil die Idee des Klassenkampfs eben nichts mit den Beschaulichkeiten im linken Ghetto zu tun hat. Wir kämpfen gegen den neoliberalen Stadtumbau, der gerade erst anfängt, gegen Verdrängung und hohe Mieten. Das tun wir gemeinsam mit allen, die davon betroffen sind. Am Cotti besonders mit Einwanderern aus der Türkei.
Wenn wir aber Erfolge haben wollen, jetzt und auf die Dauer, können wir als Linke natürlich nicht sagen, wir wollen eine linke Mieterinnenbewegung. Das ist bescheuert, wenngleich weit verbreitet. Wir brauchen jeden, auf den man sich verlassen kann. Egal, ob er auf Marx schwört, die Bibel oder gar den Koran. Zu spät ist es nie. Widerstand ist überall nötig. Und jeder, ob nun linksradikal oder nicht, kann einen Beitrag leisten. Kein Beitrag ist zu groß und keiner zu klein. Niemand ist zu alt oder zu jung, um etwas zu tun. Das sollte nie den Strömen fließen. Lasst uns erhängen und erschießen. Steuerwellen, die sind uns selbst hat sich erhoben. Wer soll das seine Ketten tragen? Freiheit und Recht stehen auf der Schanze. Sieg oder Tod, jetzt geht's ums Ganze. Wir geben nicht nach. Wir geben nicht nach. Wir geben nicht nach. Wir geben nicht nach. Ja, auch nicht. Ja, gut, das sind schon zwei. Ja, du hast es gesagt, ich bin vom Mediaspiel Versenken, mich mal kurz vorstellen. Und wir kämpfen ja seit, naja, 6 Jahren, würde ich sagen, gegen die Bebauung an der Spree, die geplante. Und gab bei dem Bürgerentscheid, weiß ja jeder, das brauche ich nicht wiederholen. Interessant ist jetzt natürlich zu sehen, wie der Bürgerwille hier konsequent vom, vor allem vom Senat ignoriert wird, dass einfach weiter das alte Programm durchgezogen wird. Ein Grundstück von Mediaspree, aus der Mediaspree-Planung, ist halt diese Kufri-Brache, die ja gleich hier vorne ist. Und da hat schon 1995 oder 98 der Senat die Bezirks das Planungsrecht entzogen, weil die meinten, das gäbe ein gesamtstädtisches Interesse. Und geplant war dort eigentlich mal eine Hotelbebauung, die ist aber nie realisiert worden. Jetzt ist es wieder verkauft worden, Ritter Real Estate aus München, und wurde auch noch nicht vorgestellt von einem Herrn Süßkind, heißt der, glaube ich, drüben im Capo Vazzi, war eine sehr interessante Veranstaltung. Und die haben vorgestellt, ihr Projekt, 250 Wohnungen dort zu errichten, und mit ein bisschen Läden und Kindergarten, und die Leute dürfen auch noch ans Wasser. Das wurde versprochen, kam aber nicht gut an, und das ist natürlich auch problematisch. Ich weiß jetzt nicht, Sie haben es nicht gesagt, ob das Eigentumswohnungen werden sollen oder Mietwohnungen, aber ich tippe mal eher auf Eigentumswohnungen, denn da ist die Rendite, die Renditehoffnung einfach am größten, dass man da in kurzer Zeit am meisten Geld rausschlagen kann. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass das hochpreisig wird, so oder so, egal ob Eigentum oder Miete. Und dieser hochpreisige Wohnungsbau ist eine sehr große Gefahr für den Kiez, denn das schlägt sich wieder auf den Mietspiegel, das schlägt sich auch wieder auf das ganze Wohnumfeld. Und auch wenn man sieht, dass die Straßen, die Häuser werden saniert, die Straßen werden gemacht, da werden noch ein paar Fahrradständer hingestellt, das sind alles Maßnahmen, die sind nicht gut für uns. Die sind nur gut für den Mietspiegel, weil dann ist man irgendwann nicht mehr einfache Wohnlage, sondern mittlere Wohnlage. Und das bekommen wir dann alle zu spüren. Wir sind Mieterinnen aus GSW-Häusern, ehemalige GSW-Häuser, die auch als Schenkungshäuser bekannt wurden. Die nennen wir deswegen so, weil der Bezirk oder das Land Berlin in den 90er Jahren über 600 Häuser an die städtischen Wohnbaugesellschaften verschenkt hat oder übertragen hat, damit die gut verwaltet, gut vermietet und auch auf jeden Fall instand gesetzt werden und sogar einige Rechte für Mieterinnen eingebaut wurden in diese Verträge. So, und dann wurde die GSW privatisiert 2004 und diese Häuser wurden mit privatisiert, also 23 hier in Kreuzberg. Es gibt ein paar Geschichten, die bekannt geworden sind, zum Beispiel die Besetzung der Schlesischen Straße 25. Dadurch haben wir dann über die Wrangelkiez-INI als Nachbarin erfahren, dass eben dieser besondere Vertrag, der Einbringungsvertrag, für uns eigentlich gelten müsste. Und daraufhin haben wir uns als Nachbarin überlegt, wir vernetzen uns, wir treffen uns und informieren uns einfach ein bisschen, was passiert eigentlich, was kann mit uns passieren, mit unseren Mietverhältnissen. Und in der ganzen Zeit hat die GSW schon Häuser weiterverkauft an Privatinvestoren, und plötzlich haben wir eben gemerkt, was es bedeutet, wenn privatisiert wird. Ja, wir haben keine richtige Hausverwaltung mehr gehabt, es hat sich niemand mehr gekümmert, wenn wir irgendwelche Mängel angezeigt haben und so weiter, und stattdessen wurden wir eigentlich auch schikaniert, es wurde uns nahegelegt, dass wir lieber alle ausziehen und so weiter, weil sie gerne diese
Häuser in Eigentum umwandeln wollten. So, wir haben dann gesagt, das kann nicht sein, weil es eigentlich ein Vorkaufsrecht gibt, auch ein genossenschaftliches oder ein kollektives. Und das haben wir halt irgendwie so über viele verschiedene Wege, haben wir versucht, Informationen zu suchen, was ist der politische Hintergrund dieser Übertragung, dieser Schenkung und wieso wurde überhaupt privatisiert und was ist jetzt mit unseren Rechten. Und darüber haben wir uns eben kennengelernt, uns vernetzt und kämpfen weiterhin, auch wenn sowohl das Land Berlin als auch die GSW und auch die neuen Eigentümer sich überhaupt nicht verantwortlich fühlen wollen. Und meine schönen Nachbarn, sie haben eine gute Community und nächsten Samstag, wir haben auch eine Party. Dankeschön, die Offenbarung.
Die Schlesische 25, die ist hier direkt um die Ecke. Also wenn ihr hier rechts die Falkensteinstraße runterlauft bis zur Schlesischen Straße, dann rechts runter und dann noch so circa 300 Meter. Dieses Haus steht jetzt praktisch seit 4,5 Jahren fast leer. Da sind nur noch zwei Mieterinnen bzw. zwei Mietparteien drin. Und dieses Haus wurde, wie jetzt schon vorher auch gesagt wurde, an die GSW verschenkt und die Auflagen, das mieterinnengerecht zu sanieren, sind nicht gelaufen. Deshalb gab es auch, irgendwann gab es vor, wann war das jetzt, vor 2 Jahren, ja, gab es 2011, gab es dann eine Besetzung hier im Kiez, die von unterschiedlichsten Gruppen auch unterstützt wurde und dadurch ist die ganze Sache überhaupt erstmal richtig bekannt geworden, dass diese 33 Wohnungen da leer stehen und diese zwei Mieterinnen und Mieter da im Haus ziemlich alleine stehen. Das Haus wurde verkauft zwischendurch und jetzt haben wir die Situation, dass dort angefangen wurde zu bauen, weil der neue Besitzer, die J&P GmbH, die wollen da jetzt Luxuswohnungen bauen. Also falls euch das interessiert, es ist direkt um die Ecke und im Internet könnt ihr auch mal unter Schlesische Straße 25 recherchieren. Die werden zu Wahnsinnspreisen angeboten. Der ganze Skandal um die verschenkten Häuser und dass aus öffentlichem Eigentum private Gewinne werden, ist erst durch die Besetzung bekannt geworden. Natürlich ist so eine Besetzung eine Geschichte, wo die Bullen dann auch einschreiten. Das haben sie bei der ersten Besetzung ganz massiv gemacht. Es gab dann bisher 2 Prozesse. Das Interessante an den Prozessen ist, dass bei dem einen Prozess sogar der Richter Sympathie für die Besetzung gezeigt hat. War aber dann so, dass er zwar beide Prozesse wurden eingestellt, aber trotzdem sind Anwaltskosten und Gerichtskosten von 1200 Euro aufgelaufen. Also es wäre toll, wenn ihr irgendwas in die Spendendosen hier schmeißt, die rumstehen, oder im Nachbarschaftsgarten euch was zu trinken kauft, sodass wir gemeinsam die Leute unterstützen können und keiner mit dem Geld allein, mit den Schulden alleine bleibt. Das ist wohl die Möglichkeit, die wir haben, dass wir miteinander solidarisch sind. Ja, hallo, ich bin vom Bündnis Zwangsräumung verhindern. Wie ihr ja wisst, gibt es in der Stadt kaum günstige Wohnungen mehr. Man könnte eigentlich auch sagen, keine. Der Wohnungsmarkt ist insofern eng und die Eigentümer sagen, Wohnraum ist eine Ware wie jede andere. Das wird immer wieder deutlich und wer ihn eben nicht bezahlen kann, der bekommt keinen. Für profitorientierte Vermieter ist es eben lukrativ, Altmieterinnen loszuwerden, da sie eben neue Vermietungspreise immer höher ansetzen können dadurch. Dahin gibt es verschiedene Wege. Zuerst kommt eine Kündigung und diese Wege sind sehr perfide, wie wir feststellen mussten. Letztendlich kommt es oft zu Zwangsräumungen und die sehen wir als gewalttätigste Form der Verdrängung an, weil die Leute dadurch wirklich belastet werden. Es kommen immer wieder Leute zu uns, die kaum organisiert oder also keine basispolitischen Erfahrungen haben. Dafür sind wir da, wir sind die verschiedensten Einzelpersonen und Leute aus Initiativen, die sich dagegen wehren wollen, mit den Mieterinnen zusammen, die in einem akuten, in einer akuten bedrohlichen Situation sind. Sie verlieren ihre Umgebung, ihre Identität, ihren Rückzugsort, ihre Wohnung, ihren ganzen Freundeskreis, wenn sie wegziehen sollen. Das sehen wir als ziemlich ungerecht an und ja, leisten da eben so viel wie möglich geht im Vorfeld durch Zuhören, durch Beratung, durch Vermittlung von Beratung. Wir haben Anwältinnen, auch einen Sozialberater, mit denen wir vernetzt sind. Dann gibt es verschiedene Eskalationsstufen, in denen wir vorgehen. In jedem Fall soll Druck auf Vermieterinnen und Eigentümerinnen ausgeübt werden, auch gegen staatliche Stellen natürlich. Womit wir arbeiten, ist vor allem Öffentlichkeitsarbeit. Wir verschicken offene Briefe, statten den Wohnungsbaugesellschaften Besuche ab und schreiben Pressemitteilungen natürlich. Im Endeffekt kommt es doch öfter zu Blockaden. Das ist dann so die letzte Eskalationsstufe. Die hatten auch schon ziemlich große Erfolge. Der größte ist bestimmt, dass dadurch das Thema überhaupt, also Zwangsräumung als Thema überhaupt in der Öffentlichkeit gelandet ist, dass die Leute sich weniger schämen und die Hemmschwelle geringer geworden ist, sich überhaupt an uns zu wenden.
und sich dagegen wehren zu wollen, statt sich zu verkriechen. Ein großer Erfolg für uns ist auch, dass ehemals Betroffene einfach im Bündnis bleiben und jetzt anderen Leuten helfen. Wir wollen sagen, niemand muss in einer Notsituation alleine bleiben und engagiert doch ihr euch in euren Kiezen, kommt zu Kiezspaziergängen, Demos, Aktivitäten und wir wollen wachsen. Gino gegenüber Sanremo träumt und lacht. Sie zwinkert rüber und er lächelt ihr zu. An der Ecke kotzt ein Punk einer Türkin auf die Schuh. Oh. Die Reste fressen kann. Türkische Brüder und Cousins tauchen auf und sagen, das ist unser Ghetto, Alter, pass mal gut auf. Also wie wahrscheinlich auch viele schon mitbekommen haben müssen, sind auch wir jetzt betroffen mit unserem Kinderladen in der Falkensteinstraße 5 von den drastischen Mieterhöhungen hier.
was zur Folge hat, dass wir uns jetzt einen neuen Standort suchen mussten. Und der ist leider nicht mehr in Kreuzberg, da wir die Mieten hier nicht mehr zahlen können. Was besonders traurig daran ist, dass wir seit 1978 mit unserem Verein Gemeindeaufbauprojekt Kreuzberg Ost e.V. hier im Kiez angesiedelt sind und auch viele soziale Netzwerke geknüpft haben. Das heißt, hier ist seit 35 Jahren unser Hauptstandort, den wir jetzt dank Herrn Hollmann verlassen müssen. Das fing so an, letztes Jahr im August hatten wir ein Gespräch mit unserem Vermieter, Herrn Hollmann, wo er uns gleich am Anfang mitgeteilt hat, dass er nicht mehr willens ist, die Räume weiterhin an uns zu vermieten, da er einen Mietpreis von 30 bis 40 Euro erzielen könnte. Da können wir leider nicht mehr mithalten. Und das ist das Dreifache von der Miete, die wir jetzt zu der Zeit noch zahlen. Das sind jetzt 13 Euro pro Quadratmeter kalt. Und das Dreifache ist definitiv nicht drin für einen kleinen Verein. So, 2010 im Sommer ist ja auch der Farbenladen musste raus, der ebenfalls in der Falkensteinstraße 5 war, der die Miete nicht mehr zahlen konnte. Ich denke, wir hatten noch zu der Zeit das Glück, dass der Laden besetzt worden ist und dass viele Leute hier echt einen Aufstand gemacht haben und Herr Hollmann zu dieser Zeit noch etwas Interesse an seinem Ruf hatte und uns als soziales Projekt noch etwas in den Räumen verbleiben lassen wollte. Gut, es war halt dann seine Bedingung, dass wir alle 2 Jahre einen neuen Mietvertrag bekommen und die Mietpreise neu verhandelbar sind. Des Weiteren sind auch andere Häuser noch betroffen von Hollmanns Machenschaften. Das ist die Falkensteinstraße 7 sowie die Falkensteinstraße 41, die Oppelner 44 und auch die Schlesische Straße 14. Es sind sicher noch einige mehr. Dazu habe ich leider keine genauen Informationen. Also Herr Hollmann geht immer nach derselben Methode vor, nämlich dass frei verhandelbare Gewerbemietverträge von Geschäften in den Häusern werden drastisch bis zu 300% erhöht. Und die alten Gewerbetreibenden, die da nicht mitziehen können und das nicht zahlen können, müssen halt raus. Und die, die die Mieten zahlen, die kommen rein. Genauso betrifft es natürlich auch die Wohnungsmietverträge, ebenfalls auch von Herrn Hollmann. Wo es genauso ist, dass er einfach versucht, durch Neuvermietungen, durch Sanierungen die Mieten zu erhöhen. Ansonsten ist noch interessant zu erwähnen, dass Herr Hollmann als Lobbyist noch die Firma Industrie- und Politikberatung Berlin und Brüssel MbH mit seiner Frau als Geschäftsführerin betreibt. Und wir werden auf jeden Fall alle weitermachen und kämpfen gegen die Miethaie. Ich höre nicht. Ninna, 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 je, ninna, ninna, noch einmal. Ninna, 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 je, ninna, 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 lauter, lauter. Ninna, 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 je, ninna, ninna, je, so gut. Ninna, 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 je, ninna, ninna, je, sehr gut. Thank you.
Kinder sind unsere Zukunft. Ein Applaus für Kinder. Sie sind unsere wahren Helden. Okay. Hey, Leute, listen. Put your hands in the air, throw it side to side. Put your hands in the air, throw it side to side. Say, hey, yo, hey, yo. Say, way, yo, way, yo. Say, go, go, go. Go, go, go. Say, go, go, go. Go, go, go. Say, make money, money, make money, money, money. Your brain. You gotta get this going on, man. Live bite, no this a good bite. All fight, Shyamalan this all manda, mandito Shyamalan. Yes, faz o que lhe apetece. Os pais não reconhecem e abusam, mantém-se press. Que não respeita a ninguém, só quer saber do couturo, do seu bem. Cessas estão no tisse, sabas estão no shake. Ainda cheira leite, mal conhece e sabe medo. Dentes com brancos, negros, moleques, solteiros, casados, europeus, asiáticos. Não me importa o que se passa com esse momento. Serve o susto, Mike B, ele tem o seu momento. Quanto tem problema que você tem que quer? Vem ter comigo, serve o susto, é um mood for all. 22 Uhr, soweit die Vereinbarung. Wir haben sie auch mit Haus hier nicht bekommen, wenn ich sie jetzt erstmal die Musik einstellen. Ja? Damit wir ja keinen Ärger bekommen mit den Anwohnern. Aber es gibt noch keinen Ärger, oder? Mit den noch Anwohnern. Nicht, weil bis 22 Uhr haben sie auch eine Genehmigung. Ja. Und alles, was jetzt gemeldet wird, und die Vereinbarung ist 22 Uhr. Aber alles, was gemeldet wird, ich rede mit denen, dass sie erstmal runterdrehen und dann gucken wir, was die melden. Weil hier ist. Vereinbart war 22 Uhr. Aber runterdrehen erstmal. Normalerweise auch zweimal beim Zeitmann.